herzlich willkommen bei Minecraft Hunger Games, einer außerplanmäßigen Runde zusammen mit Gronkh und mit dem Sergeant Rumpel. Gronkh, wo bist du? Ja, ich stehe hier hinten. Ich sehe dich übrigens gerade. Ach, auch von mir ein herzliches Willkommen hier live aus der Arena Isernhagen Nord. Ich zoome mal ganz kurz zu dir ran. Da hinten sehe ich dich gerade. Juhu! Spring mal, damit ich weiß, welcher du bist. Ich bin der hier. Springen natürlich alle. Ja, natürlich, war ja klar. So, ach geil. Ja, ich bin dir genau gegenüber, dieser komische Feinpixel in der Mitte des Bildschirms. Ja, so ungefähr sehe ich dich. Wir machen heute eine außerplanmäßige Runde, weil der Sarazar, der ist ja leider, der liegt gerade ein bisschen flach, das weiß keiner. Oh. An dieser Stelle, ja, der Arme, an dieser Stelle mal die besten Besserungswünsche, deswegen konnten wir heute keinen Trailer drehen. Richtig. Dann haben wir uns halt überlegt, was machen wir und was machen wir, Rumpi? Wir machen ein Special und zwar werden wir das vielleicht auch öfter mal machen, wenn ihr denn da drauf Bock habt. Und zwar dachten wir uns, wir können ja die Spiele auch mal innerhalb der Woche spielen. Vielleicht mit den anderen Leuten als mit denen, die in der Dings waren, in der Show. Und vielleicht auch mit mir, denn ich bin ja normalerweise da gar nicht dabei. Und dann könnten wir eigentlich normalerweise dann eben zu dritt, Sarazar, Gronkh und der Sergeant Rumpel, heute nur zu zweit. Aber das könnten wir eigentlich ruhig mal öfter machen. Ich glaube, das macht Spaß. Bin ich streng dafür. Sollten wir unbedingt genau so machen, weil das machen wir eh viel zu wenig. Achtung, wenn wir mal ehrlich sind. 9, 8, 7, 6, oh Gott, oh Gott, oh Gott, was? 4, Alter. 3, 2, bist du wahnsinnig? Ja, jetzt ist 1, genug geredet. Okay. Jetzt Grace Period, 30 Sekunden, alle rennen. Alter, wie schnell die sind. Die sind alle schneller als ich. Das ja, kann doch nicht wahr sein. Ich hatte auch. Vor allen Dingen, wir haben das ja die zweite Aufnahme. Ich habe ein Schwert und ich habe eine Rüstung. Schwert und Rüstung. Okay, jetzt aber schnell weg. Hua, 30 Sekunden. So, wo gehst du hin? Wo gehst du hin? Ich gehe hier einfach gehen. Ja, aber ich laufe, weil ach, komm. Wir treffen uns am Pier, weißt du doch. So. Wir treffen uns bei Muttern. Ja, natürlich. Grace Period has ended. Aua, und ich werde schon geschlagen. Alter Schwede. Na, was denkst du denn? Was denkst du denn? Hier gibt's sofort aufs Maul, deswegen nehme ich sofort. Hua. Ja. Ach, du Scheiße. Denn you ist wie kann man noch mal dein Menü öffnen? Mein mit Menü? E. Nee, was? Mit E. Achso. Ich muss ja gerade hier meine Sachen an. Der wollte mich schon jemand angreifen. So. Ja, so, natürlich. Wichser. Was denkst jetzt, du denn? Du gehst jetzt drauf. So sieht's aus. Ich habe nämlich schon ein Schwert und du nicht. Und ich werde hier schon von zwei Seiten angegriffen. Das war doch klar. Aber ich habe eine goldene Rüstung. Zack, ich habe einen weggemacht. Und dann noch den alten, den anderen auch. Der Rumpel dreht sofort auf. Allerdings, wer sich hier mit einem Pro-Gamer anlegen möchte, der kann das gerne haben. Scheiße, jetzt kann einer auf den Fersen und ich habe noch nichts angelegt. Scheiße, das ist mal kacke. So, mir geht's das, richtig gut. Das Blöde ist, wir sind ja immer freiwillig in solchen Spielen. Das heißt, wir sind immer sofort zum Abschuss freigegeben. Hier, Rumpel hat mich gekillt, schreiben sie gerade. Das ist aber zu Recht, habe ich das gemacht. Denn ihr habt mich angegriffen. Ich war ganz pazifistisch unterwegs. Mehr patzig als fistisch, aber... So, ich bin immer noch on the run quasi. Ah, mir geht die Pumpe so ein bisschen tatsächlich, hätte ich gar nicht gedacht. Ja, was denkst du denn? Ja, ich dachte, das wäre hier alles so easy peasy und nee, so, aber nee, von wegen. Wenn du plötzlich dieses fiese Klick-Geräusch hörst, dann Alter, wirst du ganz schön nervös. Der Typ ist immer noch hinter mir her, das gibt's gar nicht. Der hat eine Ausdauer. Und ich habe leider keinen. Hast du auch ein Schwert oder sowas? Ja, ich hab zwei Schwerter. Wenn du jetzt bei mir wärst, ne? Dann würde ich dir eins geben. Aua. So. So. Ja. So. jetzt ist schon Konzentration. Hier ist einer, der hat nichts, den mache ich jetzt leider weg. Schildshooter, komm her, Schildshooter. Dich krieg ich. Ach so. Dich kriege ich, ich mache Jagd auf die Community. So, jetzt muss ich leider, das tut mir natürlich sehr leid, ich muss jetzt austeilen. Lieber Fips-Pilot, ich habe leider keine andere Wahl. Zack, der nächste ist auch weg. Alter, was machst du denn da? Der Rumpel räumt hier richtig auf, während ich am Failen bin und ich mache hier gerade einen Boxkampf. Ein Boxkampf? Ja, gegen Fips-Pilot. Ich verziehe mich jetzt gerade mal auf den Baum, weil ich mal ein bisschen, Alter, der trifft mich, aber ich treffe den gar nicht mehr. Wenn man ein bisschen hier mich ausrüsten muss. Wieso trifft denn der mich und ich den nicht? Wie macht der denn das? Das frage ich mich gerade. Ich habe sogar, lecker Sachen. Ich hab ne, Alter, das kann doch nicht sein. Der trifft mich die ganze Zeit und ich treffe den nicht. Der hat eine höhere Range oder was? Ja, das kann sein, wenn er ein besseres Schwert hat. Der hat gar kein Schwert. Na, egal. Mit R, naja. Hat er vielleicht einfach... Du bist tot? Ja, ich bin tot. Ach komm, dann kannst du dich zu mir porten. Warte. Game Mode und sowas.
Dann mach ich das mal eben. Game Mode. Ah, Alter. Ey, die haben hier gerade geschrieben, der Boss ist down. Das stimmt ja überhaupt nicht. Ich bin auch noch da. So, Game Mode 1. Und dann porte ich mich mal. Ich glaube, der wollte mir eigentlich gar nichts, aber ich konnte es halt nicht riskieren. Ja. Schwierige Sache, schwierige Angelegenheit. Ich frag mich gerade, hatten wir ja nicht. Hier waren doch auch mal Tiere und sowas, oder nicht? Ja, da kommen doch später noch Creeper und sowas, aber das dauert immer ein bisschen. Und es sieht so aus, erstens regnet es jetzt und zweitens sieht es so aus, als würde die Mitte hier gehalten werden. Sind das schon Leute, die down sind? Dragon Hunter, Max und sowas? Das weiß ich nicht. Die tummeln sich hier gerade. In der Mitte? Ja, und Alter, ich hab hier jetzt einen Soundmod installiert mal wieder. Matmos. Und dadurch habe ich jetzt. Ich sehe mein nächstes Opfer. Jetzt muss ich gleich mal gucken, wie ich mich zu dir porten kann, ohne dass ich das hier sogar. Alter, ist das laut mit den Donnerschlägen. Ohne dass ich das falsch rum mache. Nadine ist leider down. Die arme XX Nadine hat gerade aufs Maul gekriegt von. weiß ich gar nicht, habe ich jetzt wieder verpasst. Ich habe hier jemanden, den kann ich nicht schlagen. Der scheint einen Disconnect zu haben. The Dosh 41, der bewegt sich auch gar nicht mehr. Bei mir war es auch ganz merkwürdig. Ich habe versucht, den Typen zu schlagen. Ich weiß schon wieder, der Fipsi. Und ich habe den einfach überhaupt null getroffen. Zwischendurch einmal, während er mich 10-mal getroffen hat. Obwohl ich halt genau gegenüber stand. Aber es donnert konstant, muss ich sagen. Ja, jetzt ist Max FF down von Kaminari. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Der TP-Command, wie war der nochmal? Weißt du das gerade? TP und dann den Namen von der Person. Aber mich musst du mit STG schreiben. Ja, aber das weiß ich ja. Ah, Pilze. Haha. So, Pilze, kann man doch irgendwie was machen. Ich folge dir gerade. Du siehst ausgerüstet aus. Gut siehst du aus. Ja, bin ich auch. Ich hab eine Eisen. Ja, dass du eine Eisenhose hast, das war mir klar. Ja, ich muss ja die Schlange im Zaum halten irgendwie, ne? Alter, du, das sieht ja gerade aus, als würdest du hier durch Herr der Ringe laufen. So ja, ich bin aussehen. Herr der Ringe. Da, 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 da. Herr der Ringe vielleicht. Da, 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 da. Ja, bitte? Jetzt singt der die ganze Zeit. Ich wollte gerade einen Witz machen mit Herr der Eheringe, weil du so viele... Guck mal, da drüben ist ein Opfer. Der schwarze Witwer. So. Ach ja, Thors Hammer. Da bin ich mal gespannt. Wobei ich natürlich auch die anderen Spieler sehen möchte gerne, aber es ist immer schwierig herauszufinden, wer gerade noch im Game ist. Und es ist natürlich einfacher, wenn man zu zweit aufnimmt und Kamerawechsel machen kann, wie im LPT Live zum Beispiel. Definitiv. Aber der Thors Hammer, der verzieht sich ganz schnell. Nee, der hat gerade Fallschaden genommen. Sehr gut. Du kannst ja jetzt auch nicht bei mir auf dem Monitor gucken, was hier gerade los ist. Jetzt ist er gerade vor der Kiste, ahnt noch nichts von dem, was ihm gleich widerfahren wird. Rumpel schleicht sich an wie ein Ninja. Der hat mich doch gesehen, oder ja, nicht? Natürlich hat er dich gesehen. Jetzt wartet er auch auf dich. Ach, das darf ich gar nicht sagen. So, Alri ist, wieso zum Fick bin ich so ein Vollidiot, sagt er gerade. Und Taschenlampe ist ein kleiner Nachzügler. Und Tim Davalan ist gerade gekillt worden von Zilix. Da bin ich mal gespannt. Alter, ich habe bei Minecraft immer das Gefühl, dass ich nicht Vorrat habe. Warte mal, es ist laut hier wegen den ganzen Blitzen. Was meinst du gerade? Alter! Ja, ist echt lärmig gerade. Ich meinte, dass ich irgendwie das Gefühl habe, ich komme immer nicht voran bei Minecraft. Ja, du musst zweimal W drücken, dann rennst du. Das können die anderen natürlich auch. Ja, nee, das ist mir klar. Aber trotzdem habe ich das Gefühl, dass ich nicht vorankomme. Ja gut, ich bin das irgendwie von anderen Spielen gewohnt, dass man irgendwie schneller, dass das schneller vonstatten geht. Ja, du hast Thors Hammer verloren, ne? Ja, ich habe den gelassen, der war mir zu schnell. Aber hier stehe ich. Ich frage mich, wo gerade die ganze Zeit Action geht. Da fliegt jetzt hier in der Gegend rum ein bisschen. Und das Blöde, du kannst dich ja immer zu den Leuten porten. Ha, ich habe ein Eisenschwert gefunden. Ach du Sau. Das gibt's ja gar nicht. Alter, so, ich bin richtig gut ausgestattet. Kann man nichts sagen. Das gibt's ja gar nicht. Alter, der Rumpel macht einmal mit und räumt hier gleich auf. Jetzt komme ich mir richtig noobig vor. So, wie viele jetzt leben denn noch? Der Martin ist hier gerade am Pilze sammeln. Und zwar... Irgendwann müssen jetzt ja auch mal die Creeper kommen. Okay. Ich geh mal unter die Bäume, weil es regnet ja gerade und nicht, dass meine Rüstung rostet. So, ich zeige dem Martin jetzt mal hier eine Kiste. Was? Das ist voll Cheaten. Du bist parteiisch. Du musst unparteiisch sein. Ich helfe einfach mal ein bisschen. Ja, das nennt man generell parteiisch sein. Ach was. Oh, Thors Hammer wurde gerade umgelegt mit einem Holzschwert. Hätte dein Kill sein können. Hätte. Jetzt ist aber auch The Dosh 41 down, gekillt von Zilix, der eigentlich ganz gut ist, wie es aussieht. Hätte, könnte, sollte. Mann! So, hier sind auch noch zwei Kisten. Die zeige ich jetzt aber niemandem. Die sehe ich auch immer erst, wenn ich selber schon längst tot bin.
was so, scheinbar recht schnell passiert. Ich sollte mal was essen. Oh, ich sehe Schafe. Hahaha, Nahrung. Dann kannst du endlich mal ein paar Schafhaare rasieren. Schafhaare? Schafhaare. Schafhaare. Oh, und Pilze und eine Kiste. Kannst du einen Pinsel draus machen. Alter Schwede. Ich weiß gar nicht, was ich machen soll mit diesen ganzen Waffen. Das ist Hammer. Auch eine Kiste, das gibt's ja gar nicht. So, wie finde ich jetzt Spieler? Sag mal. Ja, TP, also erstmal HG Join, dann bist du wieder in dem... Ah, okay, ich wusste nicht genau, ob ich da reingehen soll. Genau, ja. Siehst du oben die... Alter. Ich kann gar nicht tippen mit dem Mikrofon davor. So, hier ist schon auf jeden Fall... Nein! Was? Nein! Bist du gleich tot? Nein! Java Plattform SE Binary funktioniert nicht mehr. Das darf doch nicht wahr sein. Kommst du überhaupt wieder rein? Doch, rein kommst du ja. Ja, aber da bin ich ja tot wahrscheinlich. So, aber du hast das Game verlassen. Ja, eben. Na toll. Danke, Mojang. So, beim Rumpi ist gerade MC abgeschmiert. So. Der Hoffnungsträger war ich. So, Alter. Ich teleportiere mich mal ganz kurz zu Selitsch. Das mache ich mal eben. So, wie wird da geschrieben? Alter, jetzt habe ich mir das selber gerade zugemacht. Hier sehe ich dich. Juhu. Ich freue mich. Toll, dass du jetzt genau die Kamera... Alter, jetzt kann ich nichts auf den Tafeln lesen. Ja, du kannst auch mit dem Game-Mode dich so ein bisschen nach oben gehen. So, hier ist Selitsch gerade auf dem Weg zu einsamen Inseln. Game-Mode 1. So. Oh, der holt sich gerade den nächsten, der LOL. Endlich sehe ich jetzt auch mal einen Kampf, außer meine eigene schändliche Niederlage vorhin. So, 12 sind noch drin. Das sind ja schon einige. Wo bist du jetzt gerade beim? Ich bin gerade bei Selitsch und beobachte gerade, wie LOL versucht, ihn kaputt zu schlagen. Oh. Das scheint auch gefährlich zu werden. Wollen wir dabei bleiben? Gerade was? Sollen wir dabei bleiben, dass ich eigentlich gewonnen hätte? Ich weiß nicht, das wäre bestimmt sehr fair. Oh, jetzt hat der Licks gerade den umgebracht, als ich gerade hier rumgeflogen bin. Ich folge ihm jetzt mal. Das scheint ja auch ein Hoffnungsträger zu sein. Natürlich nicht so gut wie der Rumpel, doch schon viel besser. Aber naja. So, ich muss mal kurz in mein Aufnahmeprogramm gehen. So, Selitsch sucht sich Gegner. Sehr gut. Ich werde jetzt mal leider nicht mehr mit weiter aufnehmen. Ihr seht wahrscheinlich, ich weiß gar nicht, ob ihr das sehen werdet, ob ich das veröffentlichen werde, weil das war ja leider nix. Vielleicht beim nächsten Mal dann. Immerhin habe ich 4 Kisten ausgeräumt und das nicht schlecht. 4 Kisten, sagst du. Naja, das ist doch schon mal super. 4 Kisten und 4 Kills. Und dann hat der Rumpel so getan, als wäre der Client abgeschmiert, damit er sagen kann, er hätte eigentlich gewonnen. So, ich folge mal dem Licksch als treuer Anhänger, weil er hinten das Avatar-Symbol drauf hat. Den Ankh hattest du ja auch. Ich glaube, das ist bei der goldenen Rüstung. Ja, das kann gut sein. Bist du gerade weiter weg vom Mikrofon? Nee. Jetzt bist du wieder nah. Ja. Ich bin nur gerade irgendwie dabei, versuche hier gerade wieder alles so weit einzustellen, dass es wieder funktioniert. Ja. Das ist halt die Krux mit den Live-Sachen, ne? So, ich cheate jetzt mal und werfe einen Keks runter, aber den findet er bestimmt nicht. Okay. Ich werde mal jetzt wieder die Aufnahme bei mir starten. Achtung, 2, 3, 1. Hallo und herzlich willkommen wieder zurück nach meinem leider Absturz. Ich habe jetzt mich entschlossen, doch nochmal aufzunehmen. Ich bin jetzt gerade beim FIPS-Pilot. Der läuft hier gerade durch den Wald und sieht aber auch so aus, als hätte er zumindest eine Lederrüstung an und ein Holzschwert. Der FIPS-Pilot hat mich ja vorhin gebasht. Ich verstehe immer noch nicht, wie das passieren konnte, warum ich den nicht getroffen habe. Ich habe ja draufgeschlagen, aber habe ihn einfach nicht getroffen. Ja, das war wahrscheinlich der Gott Mojang, der reingekommen ist und einfach mal Partei für FIPS-Pilot ergriffen das hat. Das ist bestimmt der gleiche Gott, der deinen Client hat abstürzen lassen. Ja, das glaube ich auch. Mir hat es schon wieder so gerade geruckelt. Ich habe schon wieder gerade Angst bekommen, dass die nächste Aufnahme kaputt ist. Es ist auf jeden Fall ein gnädiger Gott. So, jetzt fliege ich hier gerade rum. Ich gehe mal wieder mit HG Join, fliege ich mal wieder ein bisschen hier in die Halle der Verdammten. Die armen Leute hängen hier alle noch rum. Oh ja, das mache ich auch mal. Und dann gehe ich mal zu Sergeant LSD. Da ist es verdächtig still drum geworden. Sergeant so. LSD, das ist auch mein Name. Ja, ist wie du, nur 70er. Ja. So. Alter, ich kann nicht tippen, wenn die Tastatur hinter dem Mikrofon steht. Ah ja, der hängt hier also gerade im Haus rum. So, ich fliege jetzt mal gerade von oben.
von diesem Vulkan in die Höhle rein. Und der machst du wieder epische Aufnahmen, ja? Ja, definitiv. Da hinten aber sehe ich noch. Ruckelt's so. Da hinten ist auch gerade jemand. Ich fliege da mal ganz kurz rüber. Momentan finden sich die Leute nicht. Das Blöde ist, wir können natürlich jetzt nicht wie beim Livestream sagen, wir treffen uns mal alle jetzt da und da. Ach, aber ich kann mal kurz die Leute vorlesen, die hier gestorben sind und die tapfer gekämpft haben bisher. Der Spargel will mich umbringen. Thor's Hammer 95, dann Speedy 18 irgendwas, The Ref Sullivan, Captain Pork, 01 Puttstar. Das ist gar nicht so einfach, die alle vorzulesen. Was haben wir hier noch? Lord Bomber, Taschenlampe. So. Taschenlampe ist außen irgendwie. Der hat irgendwie, hat er da merkwürdige Sachen gemacht. Hier haben wir noch Kini Nari. Der hat einen süßen, eine süße Skin. Hier versteckt sich Shunsaku gerade oben. Warte mal, ich komme mal zu dir einfach. Wir sind hier gerade alle irgendwie in der Stadt momentan, wie es aussieht. Aber sehen sich nicht. Die laufen ja durch die Häuser, aber sehen sich nicht. Und der Shinsaku, der scheint da irgendwas oben... Bist du's? Ach, da ist der Rumpi. Der Rumpi. Wer ist ein Kachelofen? Wieso fliegt ein Kachelofen eigentlich? Ich weiß nicht. Wahrscheinlich, weil er Spectate 1 gemacht hat. Ah, verstehe, verstehe. Das geht natürlich so, auch. Zeig mir die Hoffnungsträger dieser Runde. Also, ich glaube, die sind gerade nicht hier. Also, da ist noch der Spargel einerseits. Oh, der ja. Winkt uns gerade. Und da kommt Sergeant LSD. Oh, yeah. Bash. Für wen bist du? Geflüchtet. Ich muss leider für LSD sein. Er hält nur LSD, super, der schafft das. Spargel, finde ich jetzt aber eine gute. Der hat da richtig viel Rüstung hier, guck mal. Das stimmt, aber er flüchtet. Das heißt, er wird wahrscheinlich diesen Kampf verlieren. Also Sergeant LSD hat eine goldene Hose. Jemand mit einer goldenen Hose, dem vertraue ich nicht. Ich weiß es nicht, ich habe keine Ahnung, ich kenne wenige Leute mit goldenen Hosen. Ich habe man jetzt auch nur, weil ich YouTube-Millionär bin, habe ich mir sofort goldene Hosen gekauft. So Jogginghosen für zu Hause. Aber irgendwie scheint, Verfolgung scheint hier echt schwierig zu sein. Ja, vor allen Dingen, weil der Flüchtende, also das dauert vor allen Dingen immer. Und da hinten habe ich noch einen hinter den Bergen gesehen, aber der wird hier wahrscheinlich nicht... Hinter den Bergen bei den sieben Zwergen? Ja, eigentlich nur im nächsten Cluster. So, ist aber fast genauso spannend. So, jetzt, was ist denn so, hier los? So, der Spargel geht an die Kiste. LSD, Alter, das war, geht an das die Kiste? Das war ein Fehler. Das war ein grober Fehler, ein großer Schnitzer. Eieieiei, der Sergeant LSD, der zieht sich mal alles durch die Nase, was der hier fallen hat lassen, so, der andere. Tim Davalan will die Nutella-Geschichte zu Recht hören. Übrigens, das wäre super jetzt, Ja, das wäre super. Verstehst du nicht? Oh, Finchi kommt jetzt dahin, LSD ist noch abgelenkt. Und jetzt geht's aufs Maul für LSD. LSD ist down. Mit einer Lederrüstung, Alter, Der hat hier richtig abgeräumt gerade. Aber richtig, der streicht sich jetzt mal, guck mal an, der rüstet sich auch direkt aus. Da Hammer. Ist so viel, da liegt noch ein kleiner Brokkoli rum, den kann man nicht nehmen. Brokkoli ist auch wichtig, da liegt noch Goldrüstung, Silberrüstung, alles. Der Fidschi kann sich jetzt richtig gut tun daran. Da war der LSD gerade ein bisschen unbedacht. Ja, der hat gehofft, dass hier nichts mehr passieren würde. Vielleicht hat er auch den tatsächlich für einen Spectator gehalten. Das kann sein, aber so schnell kann es halt gehen, ne? So schnell kann es gehen. Gerade eben warst du noch ganz vorne mit dabei und plötzlich liegst du in der Gosse und trinkst deinen eigenen Urin, weil du dir Alkohol nicht mehr leisten kannst. Wie? Weiß ich nicht, ich war gerade abgelenkt. Also, Entschuldigung. Eigenurin, das kenne ich nur von Bear Grylls, hör mal. Der gesunde Mittelstrahl am Morgen. Ja, Bear Grylls trinkt alles. Ich wollte mal HG Join wieder eingeben, weil ich mal gucken wollte. Ja, ich fliege mal derweil zurück zum Dorf, ganz kurz. Und schaue mal, ob ich da wieder was Neues finde. Neun Leute haben wir immer noch. So, neun Leute, das kann sich natürlich ein bisschen ziehen, ne? Shunsaku, Martin, Bartholaus, Finchi, Sugar Daddy, Jan the Gamer, Fips Pilot, da war Finchi noch was? Ne, das hab ich verpasst. Wiesel Licksch grad Finchi das darf doch nicht wahr sein. Ja, und The LK Ash, ich gehe jetzt mal zu Shunsaku, das klingt irgendwie so japanisch, finde ich gut. Okay, da war vorhin in der Stadt und jetzt hier ist Licksch, da haben wir ihn, der hat gerade wieder aufgeräumt, ausgeräumt. Der ist aber clever, der kennt auch die Karte. Da kann man nicht sagen, der kennt sich aus. Der ist ein Minecrafter, ein Pro-Gamer bei Hunger Games. Ist an einer Kiste dran tatsächlich und holt sich da mal wieder lecker Sachen raus und lässt Schuhe liegen. Der hat, und da ist der Nächste. Und zwar, Fips-Pilot ist hinter Shunsaku her und könnte sich die Schuhe hier mal nehmen. Oh weia, das würde ich gerne sehen, aber da müsste er gerade bei Rumpel auf den Channel gehen. Weil ja, oder du forderst dich zu mir. Das könnte auch funktionieren. Jetzt mache ich gerade Werbung für deinen Channel einfach und du machst natürlich
Aber ist egal. Ich guck mal gerade, Slitsch macht gerade Essen. Das oh, ist auch jetzt kommt's hier zur Konfrontation. Fips-Pilot, wie ein Arnold Schwarzenegger in den besten Tagen, wird sich unter Wasser anschleichen. Das hat er bei mir auch gemacht. Nee, eigentlich nicht. Der ist die ganze Zeit hinter mir hergelaufen und wollte mir nichts tun. Und ich dachte, ich hau ihm mal präventiv aufs Maul. Ich hab's ein bisschen auf USA gemacht. Und dann war natürlich... Du hast wieder präpubertär zugeschlagen. Oh, da gibt's natürlich auf die Nuss. Da gibt's... Oh. Na, was wird denn da? So, Shunsaku, wer will denn geht noch ins Wasser. Und ich weiß nicht, ob der Fips-Pilot das überleben kann, aber beide haben Lederrüstung. Der Shunsaku nascht sich gerade eins. Ja. Ein Ferrero Rocher, wie ich sehe. Der Mann hat's geschafft. Und der Fips-Pilot geht noch außen ums Wasser rum, hat eine coole Brille auf und ein Mäntelchen um. Ich schau mal gerade, die beiden beschnüffeln sich eher. Aber wirklich, ey, das ist eher so ein Paarungstanz, hab ich das Gefühl. Das ist eher so ein Ladyfight hier gerade. Oh, Begattung. Jetzt ist Begattungszeit. Oh, der eine wird schon ganz rot. Ah, Fips-Pilot. Und Fips-Pilot ist immer noch im Rennen. Da fühle ich mich gar nicht so schlecht, dass ich gegen den verloren habe. Wobei ich mich gewundert habe, warum ich nicht zuschlagen kann. So, das aber nur am Rande. Ja. Ich war alles wieder unfair. Ich werde das noch tausendmal sagen, aber der Mann hat einen Bart, der ist mir sympathisch. Hier ist ein Huhn. Ich habe einen Huhn gefunden. Ne, hör auf, mach Sachen. Schreib da ein Buch drüber. Ja, gerne. So. Der Tag, an dem ich das Huhn fand. So. Der Tag, an dem ich das Huhn zum Schnitzel machte. Boah, das wäre jetzt ein Hühnerschnitzel, obwohl ich hatte ja vorhin lecker Essen. Oh. Waren wir beim Griechen wieder übrigens. Ja? Also wir so, waren heute beim Griechen. Stimmt, ja. Der Sarazar ja nicht, der ist ja immer noch krank. Und an dieser Stelle nochmal. Ich gehe mal zum nächsten. Ich fliege immer wieder ein bisschen. Wieso fliege ich immer die Landschaft ab? Ich bin so ein alter Landschaftsträumer, Heinz. Ich gucke mir immer die Landschaft an und finde das toll, wenn die Sun so einen Flair macht. Die Sonne. Mensch, ihr habt alle so Namen, die man sich nicht merken kann. Rumpel. LKSCH. Manuel. So. Ja, bitte? Nee, Namen, die man sich nicht merken kann. Rumpel? Nee, Rumpel geht ganz einfach. Der, der Fips-Pilot, alter Schwede, der geht hier auf alles drauf, was nicht nied- und nagelfest ist. Dabei ist LKSCH. Boah, oh, was? Ich glaube, ich habe aus Versehen was aufgesammelt. Das werfe ich natürlich sofort wieder dahin. So. Ja, wir wollen ja hier fair sein, obwohl der Fips-Pilot das wirklich nicht braucht. Muss man mal ganz ehrlich sagen. Nee, oh, der ist aber, hätte ich nicht gedacht. Wie macht der das nur? Tja, keine Ahnung. Dass den keiner schlagen kann. Ein Aimbot. Ja, ich weiß es nicht. Ein Schwert-Aimbot. Nee, der schleicht sich immer von hinten an. Das ist die Sache. Der ist so ein kleiner Sarazar, immer von hinten. Ah, ja, gut, das kann natürlich sein. Das Gute ist, der Sarazar kann sich jetzt nicht wehren, wenn wir ihn beleidigen. Genau. Endlich mal. Deswegen lässt er auch nur hinter seinem Rücken, wenn überhaupt. Das ist das einzige Mal. Normalerweise kann ich mich ja nicht wehren, wenn ihr immer irgendwelchen Schmarrn über mich verzapft in der das Show. Das stimmt. Ich würde jetzt einfach sagen, ach, halt's Maul, aber heute sind wir ja Freunde. Ja. Obwohl wir ja nicht mehr gegeneinander spielen jetzt auch. Stimmt. Weder miteinander noch gegeneinander. Hier, das ich stimmt. Trag mal ein bisschen die Fackel der Hoffnung. Ja, ich sehe dich da oben gerade rumfliegen. Ja. Jetzt bin ich mal gespannt, wer ist denn hier noch im Rennen? Ich gehe mal wieder. Ich auch. Wo ist denn Gronky Boy? Ja, Gronky Boy fliegt hier gerade rum. So. Die haben wahrscheinlich gerade auf F1, das stimmt natürlich so nicht. Sechs Leute noch. Ich gehe mal zu Bartolaus. Okay, wahrscheinlich soll das eigentlich ich gehe mal ganz kurz mal in die Mitte. Fips-Pilot ist immer noch drin, Pipapo. Ich guck mal kurz, was der Sugar Daddy macht, von dem hört man ja gar nichts. So, jetzt muss ich mal ganz kurz. Der Bartolaus ist ja wo ganz anders. Hör mal, der ist ja. Oh. Der ist in einem anderen Spiel, so weit weg ist der. Was? Alter Schwede, der hat sich hier richtig verschanzt. Irgendwo ist der bei so einem riesigen Holzvorkommen. Das ist so ein riesiger Baum hier. Ach, der riesige Baum, der ist geil. Der ist richtig. Der ist aber nicht ganz weit weg. Der riesige Baum ist eigentlich fast an der Höhle. Ja? Ja. Also hier ist auch ein Eingang, glaube ich. Oh, Kampf. Sugar Daddy gegen Martin 0603. Von beiden hat man so wenig gelesen. Und jetzt ist Sugar Daddy down. Martin 0603 hat überlebt, hat im Vorbeigehen mal seine Sachen eingesammelt, isst jetzt noch ein lecker Snack. Hallo Martin 0603, schüttel mit dem Kopf, ganz empört, dass ich hier wahrscheinlich rumfliege und ihm hinterher spannere, zu Recht. So, Bartolaus ist der Einzige, der jetzt momentan gerade in der Mitte ist, in der Höhle. Und er hat jetzt hier freie Wahl. Also der kann sich hier, kann alle Kisten durchsuchen. Kein Mensch weit und breit. Da komme ich ist mal aber alles leer anscheinend. Und er hat ja auch die Werkbank in der Mitte. Die könnte er eigentlich auch benutzen. Wenn er denn Sachen hat. Ich hab gehört, wir erschrecken und lenken ab da draußen.
Ja, das kann sein, aber so ist, Leben ist hart. Ja, ja. Und Hunger Games auch. Ungerecht, ja, so ist es eben. So, Bartholaus kann sich jetzt natürlich super ausrüsten, ja, der hat natürlich jetzt einen Jackpot gewonnen. Ja, aber ich glaube, da war nichts mehr drin, also noch ist noch nichts respawned hier. Aber inzwischen sehen wir hier die kleinen Blitze. Ja. Die zum in regelmäßigen Abständen kommt, deshalb fliege ich jetzt mal nach draußen. Hallo Santa Claus, mal schöne Grüße, der ist ja gerade AFK, glaube ich. Und hier sehen wir nochmal ganz kurz die Galerie der Verdammten, nein, die Leute, die heute leider schon ausgeschieden sind. Ich fliege der Sonne entgegen. Ich teleportiere mich mal ganz kurz wieder zu The Lich. War das richtig? Kann sein. Oh, The Lich ist ja ist schon ausgeschieden, wann ist das denn passiert? Gerade eben vielleicht. Gerade eben hat man auch nochmal einen Donner gehört. Ach, aber ich glaube, die Donner, sie sind jetzt ja irgendwie so standardmäßig unterwegs. Dann so viel zu da. Oh, da sind mehrere Leute irgendwie unter dem Baum gerade. Ich werde mal gucken, Fips-Pilot. Ob ich sie finden kann. Der mag mich bestimmt nicht mehr, der Fips-Pilot, weil ich ihn vorhin angegriffen habe. Es tut mir leid, Fips-Pilot. Ey, der hat dich weggemacht. Der mag dich natürlich. Zu Recht. Ich wollte ihn ja nicht hauen, aber das sind die Hunger Games. Da habe ich jemanden gefunden. Wer ist denn so. Das? Warte mal, ich schreibe jetzt mal. Wir nehmen natürlich immer noch auf. Ah ja. Sehr gut. Mit Chatfenster. Also ruhig grüßen. Ruhig Penis und andere Worte schreiben, die man am besten nicht in dem LP. Das wäre natürlich super. Würde ich mich total freuen, wenn jetzt alle irgendwie Rinder holen und sowas. Hallo Mama. Faxby und Dennis stinken. Hallo Oma. Ich grüße alle meine Bettläuse. So. So. Aus meiner Schiele. Nadine grüßt alle aus ihrer Schiele. Die hat wohl ein Augenproblem. Nein, einem Schule schreibt es natürlich gerade. Entschuldigung, Nadinchen. Tim Davalan grüßt Lars und Deppe. Aha, Sergeant LSD ist stolz wie Oscar, dass er drin ist. So, ich habe den Bartholaus tatsächlich verloren jetzt inzwischen hier. Der hat sich irgendwo hinverzogen. Ich folge meinem Freund, dem Fips-Piloten. Oder ich port mich einfach mal zu dir. Mach das doch mal. Aber ich bin hier gerade irgendwo im Busch. Ja, ich bin jetzt bei dir. So, Herr Weber hat offenbar Körperhygieneprobleme, nehme ich gerade dem Chat. So, ich lese das einfach mal vor. Ja, Questminer, da ist der Rumpel. Alter, der Fips-Pilot hat jetzt goldene Rüstung und zwar komplett. Ja, der geht ab, der Fipsi. Nicht schlecht. Ist mir eine Ehre, von dem getötet worden zu sein. Das war wohl nur sehr ein Auftakt. Ja, das stimmt. Und der kennt hier auch, guck mal, der kennt hier auch die Schleichwege. Der geht hier rein. Ich folge dem mal einfach. Aber verratet mich nicht. Ich will auch. Oh, ich bin nicht da. Oh, jetzt hat er mich erwischt. Ich gehe schnell wieder raus, sonst tötet er mich auch, Alter, obwohl ich gerade spectate. Der Pips-Pilot, der tötet auch Admins. Also der ist. Ja, deswegen Hilfe, nicht. Ich komme nicht raus. Ich bin tot. Oh, da geht er durch mich durch einfach, als wäre ich gar nicht existent. Kann ich aber verstehen. So, jetzt ist da gerade ganz leger was. Jetzt ist aber so ein bisschen. Eigentlich müsste der jetzt auf Jagd gehen. Der müsste jetzt irgendwie sich einen erhobenen Punkt suchen und dann anhand der Blitze herausfinden, wo seine Kumpanen sind und die alle wegmachen. Ja. So, ich guck mal ganz kurz, was Sugar Daddy jetzt macht. Der ist ja tot. Stimmt, da war ich ja vorhin schon. Die sind ziemlich auseinander, die ganzen Leute. Mist. Willst du vielleicht mal eine Ansage machen, dass die sie in der Mitte treffen? Ich guck mal so lange, was der Martin macht. Kann ich mal machen, ja. Ich könnte mal schreiben, die letzten Überlebenden bitte mal in die Mitte zum Showdown. So. Alter, der Martin krauchelt hier auch gerade irgendwo in der Unmöglichkeit herum. Ach, der ist hier auch beim großen Baum gerade. Wenn ich's finde, sagen viele, das ist natürlich richtig, das ist gar nicht mehr so einfach, wenn man sich einmal verlaufen hat in der Wildnis. Die Karte ist ja doch groß. Aber der Martin kommt jetzt in die Mitte, aber von oben. Das Gute ist, das hat noch nie jemand geschafft, glaube ich. Der hat's einfach mal gemacht, der Martin. Nicht schlecht. Ja, unfassbar. Ich finde, stimmt. Ich sehe hier auch die Blitze einschlagen in dem Berg, wenn der mal sich laden würde. Und jetzt holt er sich die Kiste oben, wo der Kuchen ist, wie es aussieht. Nee, doch nicht. Der geht jetzt nach unten, obwohl da oben eine Kiste ist. Hier oben bei dem The Cake is Not a Lie Kuchen. Das kleine Gimmick, was ich ja immer noch feiere. Das feiert man aber irgendwie. Das sind sogar zwei Kisten. Die hat er übrig gelassen.
Ja, die oben hat er nicht geholt, er hat sich jetzt nur die hier geholt, wenn überhaupt, ich weiß es gar nicht. Vielleicht braucht er auch einfach keine Kisten mehr. Und er kommt von hier natürlich auch nicht mehr nach unten, der sucht aber, glaube ich, seine Opfer und vielleicht auch den Weg nach unten, wie es aussieht. Jetzt hier über die Blätter. Ich weiß gar nicht, ob man da nach unten kraxeln kann. Doch, da ist jetzt auch der richtige Weg. Ob ich ihm mal den richtigen Weg zeigen soll? Wo ist er denn jetzt? Auf der anderen Seite bestimmt? Nee, der ist hier, der. Ich glaube, der will da auch warten. Der ist da gar nicht, das ist gar nicht, dass der da unabsichtlich in dem Baum irgendwie hängt. Der schaut von oben einfach runter, der könnte jederzeit runter in das Becken springen, ohne sich zu verletzen. Keine schlechte Position. Na, clever, 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 clever. Ich bin da doch eher Vollnoob, muss ich ja sagen. Ich würde jetzt wahrscheinlich meinen Weg nach unten kraxeln und denken, oh Mensch, jetzt bin ich tot. Alter, wenn nur nicht mein verdammtes Minecraft abgeschmiert wäre, ne? Ich wäre ja, so natürlich, am Fighten. Natürlich. Wenn meine Schläge getroffen hätten, da war dieser Bug bei Minecraft, hätte ich jetzt gewonnen. Ich hätte gewonnen. Ja. Also ganz klar, das weiß man einfach, das weiß man. Ich habe das so im Gefühl, mein Bauchgefühl sagt mir, ich hätte gewonnen. Es hat mich noch nie betrogen und Tatsache, da ist der Martin und hockt und ich gehe da mal weg. Einfach damit da, so ich fliege hier mal ganz kurz zu den, naja, jetzt Zuschauern. Da ist immer noch der Santa Claus, der gute Mann von Nitrado, der uns hier noch das erste Spiel wieder funktionstüchtig gemacht hat. Der es Martin, sind immer noch fünf Leute unterwegs. Der Martin ist runtergesprungen und ist jetzt in der Mitte. Sich jetzt in der Mitte, genau in der Mitte. Ich guck mal ganz kurz, da schlägt der Blitz schon über Martin ein. Ich gucke mal ganz kurz, wie mache ich das denn? Alle mal bitte in, Alter, in der Mitte. In der Mitte treffen. Ich glaube, das haben die schon mitbekommen. Nur, dass die entweder sich nicht trauen oder Schwierigkeiten haben, den Weg zurückzufinden, tatsächlich. So, Fips-Pilot kommt. Da, kommt jemand. Da schleicht sich jemand an. Jan the Gamer schleicht sich an und Martin 03. Beide werden es jetzt bestimmt austragen. Oh. Und Martin 0603 hat Jan the Gamer weggehauen. Vier Spieler sind noch im Spiel und Martin macht sich nicht mal die Mühe, irgendwas aufzuheben. Das ist ja unfassbar. Ich glaube, der kann nichts mehr aufheben wahrscheinlich. Das wundert mich nicht. Draußen ist übrigens Nacht geworden, das heißt, es kommen auch die Creeper allmählich. Oh, das heißt, es dürfte doppelt spannend werden. Fips-Pilot kommt. Oh, Fips-Pilot gegen Martin 0603. Alter, doch zu dir. Fips-Pilot hat gerade noch ein Hüberhäppchen gegessen und hier jetzt... Der Endkampf Martin 0603 ist ausgeschieden und hinterlässt einen unsagbaren Fundus an Gegenständen. Eine ganze Altkleiderkiste hat er fallen gelassen. Und der Fips-Pilot, der braucht aber auch nichts. Der nimmt sich jetzt vielleicht noch ein bisschen was hier, ein bisschen was da. Ach, aber der macht seine eigene Speisekammer auf. So sieht's aus. Ich glaube Alter, auch. Was hier alles drin ist. Das ist da schon ein richtiger Second-Hand-Laden hier. Da muss man sich mal klar machen, wie viel Zeug hier in dieser Karte versteckt ist überall. Ja, also in Berlin machst du damit jetzt einen Einzelhandel auf. Rumpel, hör auf zu klauen. Du hast gerade was weggeklaut. Ja. Geh weg. Ja, du alter Dieb. Komm, ich schmeiß jetzt eine Wolle dahin. So. Ich kann noch einen Schnitzel dahin werfen. Mal gucken, ob das jemand merkt. Ich habe jetzt voll gecheatet. Ich habe eine Wolle hingeworfen. Die wird unglaublich viele Vorteile bringen. Alter, wenn man das hinwirft, sieht es aus, als würde man da jetzt irgendwie eine Spur legen. Na, guck mal hier, ich könnte auch so Steine hinwerfen und sowas. Alter, hör auf. Das sieht voll herablassend aus, wie du das so runterwirfst. Ich sammle das jetzt auf, damit das nicht so peinlich ist. So, komm, ich versenke die Steine hier im Wasser. So. Wieso denn? Außerdem macht du verschaffst voll die Vorteile, wenn ihr einen Kobbel verteilst. Ja. So, wer lebt denn jetzt eigentlich? Einer, zwei und drei, glaube ich. Der ist irgendwie weit draußen. Den sollten wir fast mal eigentlich teleportieren jetzt allmählich. Am besten so in die Luft irgendwo, ganz weit oben. Warum kommt ihr denn nicht? Macht ihr das extra, damit er als letzter übrig ist und dann den Endkampf macht? Ja, kann sein. Das ist doch doof. Fips-Pilot Bartolaus und JJJJG2010. Ich hoffe nicht, dass das sein Geburtsdatum ist. Für ihn. 2010 wäre natürlich, aber dafür, dass er noch lebt, wäre es peinlich für uns. Nicht schlecht, ja, definitiv. So, hey, Payet ist jetzt auch schon im Spiel. Kommt genau pünktlich. Bartolaus, schaut nochmal die ganzen, ich gehe nochmal ganz kurz hier raus. Ja, ich gucke hier so lange nochmal in einer epischen Einstellung. Wie der Fips-Pilot gerade alle Kisten durchgeht und da oben die bereits gefallenen zuschauen, was hier unten passiert, was momentan nicht so viel ist, ehrlich gesagt. Momentan ist er hier warten auf Godot.
So, da bin ich wieder. Ah, ich sehe dich rumfliegen gerade. Ja, ich habe jetzt mal ganz kurz bei Santa Claus Bescheid gegeben, dass er vielleicht mal die letzten einfach in die Mitte porten soll. Vielleicht, ah ja, Santa Claus hat sich oben gerade auf den Weg gemacht, guckt jetzt auf die Tafeln. Wer unartig gewesen ist, da macht er sich gerade auf den Weg auf die Arbeit und da fliegt er gerade und holt die letzten Nachzügler. Wie sie hier alle stehen und gucken, finde ich lustig. So, da sammelt er gerade ein bisschen. Und einer hat nervöse Zuckungen auf jeden Fall mit seinem Schwert hier. Der ja. Acer 161. Der Santa ist ein Cheater, der sammelt jetzt die ganzen Klamotten auf. So macht das der Weihnachtsmann. Der beklaut irgendwen und verteilt es jetzt bei den Kindern. Hier ist wie Weihnachten. Unfassbar. So. Wir haben immer nur noch einen in der Mitte. Das gibt's doch gar nicht. Wo sind denn die anderen? Ich port mich jetzt nochmal. Ja, mach das mal. Ein guter Portwein ist immer schön. Die Frage ist natürlich, wo bleibt die nicht? Was? T ist nicht? JJJ sagt T ist nicht. T ist nicht. Ich guck grad mal. Rumpels Omi. Ach, wir lieben Gronkh und Rumpels Omi. Ach so, okay. So, ich guck mal, was Bartol Laus sagt. Wo ist der? Der ist irgendwo, hat sich in den Turm verkrochen. Rumpel, es tut mir leid. Es tut mir leid, das sagen zu müssen. Tempel. Es tut mir leid, das sagen zu müssen, aber deine Oma ist famer als du. Zu Recht, die ist ja auch schon ein bisschen älter. Die macht bald auch einen YouTube-Channel, aber die spielt auch sowas wie Black Ops und so. Black Opas 2. So, ich bin mal ganz kurz raus. Wie, du bist ganz kurz raus? Ich muss aber ganz kurz mit Santa Claus währenddessen chatten. Ach so, ihr macht da wieder irgendwelche geheimen Absprachen. Damit wir hier weitergehen können. Aber das ist natürlich, schreibt doch mal Bartol Laus und Co. direkt an, dass die, bitte mal jetzt in die Mitte gucken. Ich guck mal ganz kurz, wo die sind. Warte mal. Der eine, der ist hier im Tempel drin. Das ist bestimmt der Bartol Laus. Ja, der hängt. Was macht der denn hier? Ach, da kommt der Santa Claus ist schon unterwegs. Ja, aber der kriegt das nicht hin. Das geht wohl in-game nicht. Wenn die, solange die im Spiel sind, kann er den nicht porten. Ach so, also boxt er den einfach runter. In die Mitte und klatscht ihm eine. Alter! 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 Das geht doch nicht! Der Bitch slappt den einfach! Das hab ich noch aber nicht erlebt! Aber genau richtig, so das muss es sein. Das hab ich ja noch nicht erlebt. Wer nicht hören will, der muss fühlen. In die Mitte, patz! In die Mitte, patz! Wie geil! Und man muss sagen, Bartol Laus macht sich auf in die Mitte. Ja, so geht es. Komm, ja, wir gucken jetzt mal, wer war denn der andere noch? Also, wenn der Weihnachtsmann böse ist, Alter, never fuck with Santa Claus. Ist einfach, ne? Lernst du ja schon früh. Ah, super. So, ich schau mal vor, du bist so ein Kaufhaus-Weihnachtsmann und dann kommt so ein Scheißbalg und dann patz! Krass. So, der andere, der jetzt noch eine draufkriegt, ist wahrscheinlich der JJJJG2010. JJJJG2010? Oh, ich habe mich wieder vertippt. Ich muss natürlich TP davor schreiben. Heißt der wirklich so? Nee, Player Not Found. Doch, JJ, also viermal J und dann G und dann 2010. Ah, ich habe fünfmal J gemacht. Der ist auch weit, weit weg. Er ist hier jetzt. Na, so weit ist er gar nicht weg. Doch, der Baum Hügel ist da drüben, der Hügel ist da genau momentan noch offen bei mir, weil er gerade noch den Cluster genau, muss. Aber da muss der schon noch mal einmal hier durch den ganzen Dschungel durchlaufen. So, ob ich das. Ich trau mich das nicht, wie der Santa Claus einfach Bitchlaps an. Das geht doch nicht, das kann man nicht machen. Ich trau mich das. Auf in die. In die Mitte oder Schläge. So. Jetzt komme ich mir vor wie eine Mafia hier. Wir kommen jetzt zweit an und bedrohen ihn. Aber wir müssen es ja machen. der hört aber auch nicht. Der will dich hören. Der rafft das, glaube ich, gar nicht. Ich glaube, die Krone sitzt zu eng. Rumpel wird aggressiv. Stone Slap. Ich habe einen Stone Slap. Aber irgendwie. Alter, ich habe eine Schaufel. Ich kann ja mal spanken. Ja, mach mal spanken. So, komm hier. Auf den Arsch. Komm, los. Ich schlage ihn noch mit dem Schnitzel. Ist der ausgelockt? Ich glaube, der ist ausgelockt. Ja, irgendwie scheint der weg zu sein. Jetzt, komm, hier, auf geht's. Wir wollen ihn natürlich nicht verprügeln. So, ich glaube, wir sollten ihn jetzt nicht weiterschlagen. Der rafft das nicht, wo läuft der hin?
Der läuft wieder weg. JJJG 2010 ab in die Mitte. Ah, sorry, mein Mac spinnt. Der sagt gerade, sein Mac spinnt. Ja. Aber ich glaube nicht, dass sein Mac so spinnt, dass der in die falsche Richtung geht. Ich habe die W- und S-Taste vertauscht. Wutperücke. Richtig! Hier kommt gleich Schaufel an Kopf. Genau, richtig. So, Schaufel an Kopf. Wo ist denn das mit der Schaufel? Wo ist denn das mit der Schaufel? Ich glaube, der ist schon wieder ausgelockt hier, ne? Ja. Aber jetzt hau den nicht zu sehr, weil sonst stirbt der. Das wäre gemein. Ja, das wäre gemein, aber wir müssen ja auch irgendwann mal hier fertig werden. Guck mal, die Sonne geht schon wieder auf. Wir sind schon im dritten Tag hier. Also meine Aufnahme läuft schon eine Stunde, obwohl wir am Anfang natürlich auch ein bisschen rumgeeidelt haben. Das heißt, das Video wird noch nicht ganz eine Stunde sein, aber bei 40 Minuten sind wir schon. Das sollte nur ein kurzer Trailer werden. Ja. Gute Idee. Ja, wir hätten vielleicht doch was anderes spielen sollen. Kurz dann würde ich sagen, wir werden jetzt einfach einen Gewinner festlegen. Was hältst du davon? Der in der Mitte ist, hat gewonnen. Der hat immerhin auf die Spielregeln gehört. So, sagen wir mal, wer in zwei Minuten allein in der Mitte steht. Wir haben hier einen Kampf in der Mitte. Was? Kommt zu mir. Hüpfpilot gegen Bartholeus. Und derjenige, der hier gewinnt, der hat gewonnen. Bartholeus kriegt auf die Schnauze und ist tot. Fips-Pilot hat es hingekriegt. Und ich würde sagen, der Fips-Pilot, der hat gewonnen. Der hat dich schon weggemacht. Am Anfang direkt deine völlig unzulängliche Aggression mal schön ins Gegenteil verkehrt. Insofern würde ich sagen, Fips-Pilot ist Sieger. Kriegst du noch einen Handshake und hier, ich werf dir noch ein gebratenes Schnitzel hin. Was hältst du davon? Da, Schnitzel. Ich zahle dich jetzt einfach in Schnitzeln aus. So, hier, guck. Warte, ich hab Kekse. Hier, oh, Kekse. Glory Kekse, for the winner. Hier. Kekse for the Fips-Pilot. Ja, lauter juhu, Fackeln. Juhu. Oh, ich sammle die Kekse selber wieder auf. Egal, die sind lecker. Kekse. Jetzt liegt aber auch ein Keks. Oh, jetzt, da liegt noch ein Keks. Nicht mehr. Ah, ja. So, lecker. Oh, ich hab wieder drei Kekse. Kekse. Ich hab nur noch sechs Fackeln. Was kann ich hier noch hinwerfen? Ich könnte eigentlich alles hinwerfen. Boah, Alter, was hab ich denn jetzt? Alter, jetzt hab ich super Items. Jetzt möchte ich. Wieso schmeißt du meine Kekse weg? Da sammelt er sie wieder. Ah, verdammt. Alter, der kotzt sie wieder aus. Das ist ein Bulimiker. Nee, ach, der will uns auch beschenken. Hier, guck mal. Hosen für den Gewinner. meine Hosen für den Gewinner. Nein, Rosen. Oh, ich habe Cookies hingeworfen. Das wollte ich eigentlich gar nicht. Ich habe meine Hose gerade hingeworfen und meine Unterhose auch noch. So, für den Fips-Pilot. Aber verdient, da zieht er auch seine Unterhose aus. Das wird doch, ja langsam hier schon. Blumen für den Sieger. Ach, der Rumpel ist immer so romantisch. Ach, du bist ja creative gerade, ne? Ja, total creative. Deswegen, ich wundere mich schon, hast jetzt die ganze Zeit nur Rosen gesammelt? 64 Rosen. So. Und ich war sein erster Kill. Da kannst du dich stolz schätzen. Ja, war ich. Gott sei Dank hast du mich nicht angegriffen in deinem Wahn. Jetzt kommen die ganzen Rosen aus deinem Mund raus. Das sieht ein bisschen ekelhaft aus. Aber Respekt, wenn man sowas kann. Was könnten wir denn noch werfen? Fackeln haben wir schon. Ich weiß gar nicht. Ich hab ansonsten noch. Er wirft mit Rosen. Ich hab's nur Schleim. Verdammt. Wir sollten auch mal. Ach, Kekse hast du schon geworfen, ne? Ich guck mal ganz kurz. Redstone. Lava-Eimer. Vielleicht Lava-Eimer. Fire Charge. Creeper-Eier. Spinnen, Zombies. Ich hab ne Idee, was ich werfe. Was wirfst du denn? Ich weiß nicht, ob's geht. Zombies. Aber bei mir kommt kein Zombie. So, ich glaube, wir machen mal Schluss der Aufnahme, oder? Für einen kurzen Trailer ist das sowieso ewig lang geworden. So, hört man die Zombies eigentlich? Wenn ich die mache, hört man die bei dir? Wo bist du denn? Ja, ich höre Zombies. Aber du siehst die nicht, ne? Nee. Ich kann mal eine Goldhose schlagen. Die Zombie-Geräusche. Jetzt wissen die alle nicht, wo die herkommen. Das liegt daran, dass ich mein Ei gerade in der Hand habe. Und immer, wenn ich meine Eier in die Hand nehme, kommen so eine Zombie-Geräusche. Frischfleisch. So. Ja, dann würde ich sagen, vielleicht machen wir das öfter mal. Wenn euch sowas gefällt, dann würden wir hin und wieder mal einfach mit euch zusammen zocken. Am Mittwoch wahrscheinlich immer. Mittwoch ja, oder so. Ja. Genau, statt dem Trailer und wollen wir nochmal alle ganz kurz in die Mitte porten, können wir das? Ja, das können wir gleich offscreen machen, oder?
Ja, na gut, ich dachte jetzt vielleicht noch als Abschlussparty so ein bisschen. Ja, dann muss ich erst dem Santa Claus Bescheid geben und so weiter und dann bin ich hier wieder in einem Wartescreen. Dann würde ich einfach hier schnell das LP beenden. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und nicht vergessen natürlich, am Freitag um 18 Uhr Livestream. So sieht's aus. Ach ja, Freitag 18 Uhr, einschalten, dabei sein, ne? Nächste Runde sind wir dann auch wieder. Ich hoffe, der Sarazar ist wieder fit bis Freitag. Sonst muss ich mir was einfallen lassen. Dann setze ich einmal eine Sarazar-Puppe hin mit schönen Haaren. Das reicht ja schon. Die ab und zu Seifenblase macht und schlechte Witze. Dann geht das schon. So, in diesem Sinne, das waren Fips-Pilot und der Rumpel und der Gronkh. Und eine Runde Minecraft Hunger Games einfach mal als Trailer-Ersatz, weil wir es einfach ganz geil finden, mal was mit der Community zu machen. Und das können wir ja schlecht auf offener Straße machen mit 50 Leuten. Es wird ein bisschen schwieriger. Und nächstes Mal mal gucken, was wir da machen, ne? Wir haben ja noch ein paar Sachen auf Lager, die wir ja auch im Stream spielen, die können wir ja auch hier spielen und so weiter. Da fällt uns bestimmt noch was ein. Richtig. Und insofern, selbe Stelle, selbe Welle. Tschüssi, Kowski. Tschö. Let's play together. Hier zocken die zwei Super-Homies eure Lieblingsspiele live. Ach ja. Klickt euch rein. Auf diesem Channel, selbe Stelle, selbe Welle. Jede Woche Freitag um 18 Uhr. myvideo.de. Bau, 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 bau. Techno, 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 Metal, Metal, techno, 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 Scooter. How much is the fish? Techno, techno, techno. Red Blood. Bam, 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 bam. Marusha, somewhere over the rainbow. La, 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 la. Alter, wie geil. Feuerstarter.